So sieht heute eine Zuckerrübenerntemaschine aus. Knapp 5 Meter hoch, also fast 2 Stockwerke. Über 14 Meter lang und 3 Meter breit. Da wirkt diese 50 Jahre alte Maschine im Vergleich fast niedlich. Und damit hat man ganz früher die Rüben geerntet. Mit Schippmesser, Ausstecher und Gabel. Wie viele Rüben kann man von Hand? Mit dem Einreiher? Oder mit dem Sechsreiher innerhalb einer Stunde aus der Erde holen? Wie groß werden nach einer Stunde die Rübenhaufen sein? Das lassen wir uns heute zeigen. Wir müssen von den Rüben das Kraut entfernen. Mit dem Gerät, das ist aber ziemlich scharf, und dass man es sauber wegbringt. Und mit wenig Kraftaufwand, also nicht zu tief abschieben. Von der Rüben soll auch noch möglichst was überbleiben. Nee. Weil sonst verdient man sich nichts mehr. Wir sehen da jetzt einen relativ schönen Bestand mit großen Rüben. Da werden wir jetzt relativ tief roten müssen, um die Rüben auch unbeschädigt ganz aus dem Boden zu bringen. Da müssen wir jetzt das erste Mal die Schläglerhöhe einstellen. Die werden das Blatt grob zerkleinern und die zwischen die Reihe dann ablegen, damit uns das Herd nicht mehr stört. Dann geht es weiter zu den Nachköpfen. Die schneiden dann einen Rübenkopf ab, damit die Blätter hier noch alle von der Rüben weg sind. Dann geht es weiter zum Herzstück von der Maschine. Das ist das rote Schar. Damit fahren wir im Boden und die haben wir durch eine rüttelnde Bewegung die Rüben aus dem Boden auskitzeln. Und das ist eigentlich die Haupteinstellung, da die Tiefe genau passend zum Erreichen. All diese Einstellungen macht er am Joystick und am Display während der Fahrt im Cockpit seiner Maschine. Wie gut das Rainer Fußwinkel heute gelingt, werden wir sehen. Erst einmal zurück zum Ursprung. Was für eine Arbeit. Nach dem Abschippen hebt Franz Wankerl mit der speziellen Gabel die Rüben aus der Erde. Dabei ist eines ganz wichtig. Dass man schön praktisch unter den Rüben reinkommt. Also durch das soll es möglichst ganz rauskommen. So macht er das heute noch an den Ecken des Ackers. Denn mit einer Maschine kann er hier nicht fahren. Er hat Routine. Aber sehr groß wird der Rübenhaufen nach einer Stunde vermutlich nicht sein. Mit der Hand haben früher alle ihre Zuckerrüben geerntet. Die Erntemengen waren klein. Deshalb hatten es die in den 1950er Jahren gebauten bayerischen Zuckerfabriken in Regensburg, Ochsenfurt, Rhein am Lech, Zeil und Plattling anfangs schwer, genügend Rüben zu bekommen. Denn man hat viele Erntehelfer gebraucht, wie vor über 40 Jahren ein Bauer erzählt. War vergleichsweise schwere Arbeit, was? Alle waren schwere Arbeit. Und meistens Frauen macht, nicht? Ja. Männer weniger, meistens Frauen, nicht? Was haben die Männer gemacht? Gackert. Andere Arbeit gemacht, rausfliegen, mit den Pferden rausfliegen. Ja. Franz Wankerl hat das nicht mehr erlebt. Nach einer anstrengenden Stunde hat der 72-Jährige diese Menge hier mit der Hand geschafft. Ja, also das sind ungefähr zwischen 15 und 20 Zentner. Die Rüben sind sauber also abgeschippt und die Wurzeln sind drüben. Also von daher haben wir einmal frei gearbeitet. Und jetzt nehmen wir einen Ohrreiher und fahren mit dem Ohrreiher ins Feld. Ist das schöner? Es ist angenehmer. Sein Einreiher, gezogen von einem Traktor, ist Baujahr 1974. Er hat damals neu um die 20.000 Mark gekostet. Franz Wankerl hat ihn 1992 gebraucht für nur 1.000 Mark kaufen können. Und seither erntet er damit. Würde er einen modernen Sechsreiher kommen lassen, müsste er dafür pro Hektar 400 Euro zahlen. Wenn ich einen Vollernter kommen lasse, dann kostet mir das, was 2 Hektar, 800 Euro. Und die habe ich auf 2 Tage, wo ich es rausgetan, dann ist das weg und das sind dann 800 Euro und das ist okay. Die Technik hier ist einfach. Kein Touchscreen, kein Joystick. Aber Fingerspitzengefühl braucht auch Franz Wankerl. Da kostet rechts und links zum Steuern. Und da lässt auf. Oder wieder nach unten. Ob die Höhe der Messer passt, sagt ihm keine Kamera. Er verlässt sich auf seine Augen. Deshalb schaut er beim Fahren meist mehr nach hinten als nach vorne.
Denn wo er den Traktor hinsteuert, hat der Landwirt im Gefühl. "1969 hatten verschiedene Tüftler die ersten Rübenerntemaschinen erfunden. Zu sehen bei einer Messe im unterfränkischen Gelchsheim. Der selbstfahrende Sechsreiher galt als Revolution, aber mit einem Preis von 57.000 Mark als zu teuer. Nachteil dieses Bunkerköpfroders auf einem Geräteträger war der zu kleine Rübenbunker. Bei dieser Variante kommen die zerhäckselten Rübenblätter auf einen nebenherfahrenden Hänger. Sie werden ans Vieh verfüttert. Hier ist es umgekehrt. Das zerhäckselte Blatt landet im Bunker und die Rüben kommen auf den Unimog. Der vom Traktor gezogene Einreiher von Franz Wankerl läuft zuverlässig seit 50 Jahren. Gebaut wurde er bei der Firma Franz Kleine in Salzkotten in Nordrhein-Westfalen. Nach einer Stunde kann sich die Erntemenge sehen lassen. Vom Ertrag her bin ich recht früh, also ungefähr 210. Ja, also man muss sagen, man sieht, dass man auch mit den alten Maschinen, dass was vorwärts geht und dass man auch noch dementsprechend noch eine Leistung und eine Arbeit bringen kann. Der moderne Sechsreiher gehört der Rodegemeinschaft Dingolfing-Landau mit 250 Mitgliedern. Sie hat ihn erst letztes Jahr neu gekauft, für über 850.000 Euro. Der Maschinenring organisiert, wann bei wem geerntet wird. Rainer Fußwinkel ist normalerweise Lastwagenfahrer. Genau, das ist mein Urlaub, 3 Monate im Herbst. Das ist wie eine Leidenschaft, da wo man nichts anderes mit vergleichen kann. Man arbeitet in der Erde, nicht über der Erde, sondern im Dreschen. Und natürlich die Fanatik zu den großen Maschinen, zu der großen Technik. Das wird eine von den größten und leistungsstärksten Maschinen sein, mit denen man auf dem Feld rumfahren kann. 6 Rübenreihen erntet die Maschine gleichzeitig. Es gibt auch 8 oder 9 Reiher. Aber die sind für die meisten Straßen in Bayern zu breit und deshalb hier wenig im Einsatz. In einer Stunde schafft der Vollernter so viel wie früher ein Bauer mit seinen Helferinnen und Helfern in 5 Tagen. Das ist das Ergebnis von einer Stunde harter Arbeit. Ungefähr 130, 140 Tonnen Rüben. Da kann man damit arbeiten. Und wie sehen die Ergebnisse des Stundenversuchs im Vergleich aus? Mit der Hand etwas weniger als 1 Tonne. Mit dem Einreiher rund 10 Tonnen. Und mit dem Sechsreiher 130 bis 140 Tonnen. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.